Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und auch ein Hallo an alle Duftfreunde. Heute gibt es ein kleines duftiges Unpacking. Ich habe bei Duft und Raum bestellt und hier nehmen wir einen ersten Schnupperer gemeinsam. Und ich habe auch zwei Gläser bei TK Maxx gekauft und ich glaube, mit denen fangen wir auch an. Aber ich bin erstmal neugierig, welche Sommerdüfte so eure Highlights sind. Was düftelt ihr jetzt im Frühling, im Frühsommer super, super gerne? Was ist da euer Dauerbrenner sozusagen? Lasst mir das gerne in den Kommentaren da. Und ja, ich bin sehr gerne bei TK Maxx. Ich war da tatsächlich auch wirklich so ein bisschen auf Sommerduftsuche und ich habe eine Kerzenmarke wiederentdeckt, die heißt Sand and Pose, also Sand und Pfoten. Und von denen habe ich beim letzten Mal in TK Maxx schon ein oder zwei Düfte mitgenommen, denn die sollen auch Tiergerüche ein wenig neutralisieren. Und in meinem Wohnzimmer ist das nicht unbedingt notwendig, aber zum Beispiel in meinem Büro finde ich das ganz schön, weil ich da auch einen Katzensand stehen habe. Und das riecht manchmal eben einfach schon einfach nach Katzensand. Also ich würde es nicht sagen, dass es stinkt, weil der ist bei uns sehr oft gereinigt und sauber und das ist auch gar kein Thema, aber ich finde, man riecht trotzdem immer mal so diesen Sand, also einfach, dass da halt Katzensand drin ist. Mein Hund selbst riecht eigentlich nur streng, wenn er mal ein bisschen nass ist und länger in den Regen gekommen ist und einfach so diese halbe Stunde, bis er getrocknet ist, aber das finde ich nicht weiter dramatisch. Und dennoch finde ich es ganz cool, dass es diese Marke gibt. Es sind ja relativ große Gläser, also es ist wirklich so ein mittleres Glas wahrscheinlich und kostet ja 9,99. Ich glaube auch das zweite Glas hat gekostet und an diesem Glas konnte ich nicht vorbeigehen. Ja, diese Marke, die sonst auch unter dem Namen Sand and Fog bekannt ist, die hat wirklich immer sehr, sehr schöne Deckel. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal auch schon eine Katze oben aufgehabt und Pfoten, aber an, ja, im Grunde des Ebenbildes meines Hundes konnte ich natürlich nicht vorbeigehen. Es ist die Duftrichtung Pineapple Mango, also Ananas Mango, und es ist schon echt ein ganz toller Duft. Also er ist sehr fruchtig, man hat wirklich diese Mango, diese Spritzigkeit, dann kommt diese Frische von der Ananas durch und ich finde ihn toll. Also er ist wirklich fruchtig, er wirkt nicht zu schwer, sondern er hat wirklich so eine sommerliche Leichtigkeit und ich finde den also richtig, richtig toll und der durfte auf jeden Fall mit. Da freue ich mich jetzt im Sommer, den anzumachen. Bei mir werden die ja in ja, den Duftkerzen, die werden ja nicht angezündet, sondern mit einem Candle Warmer nur geschmolzen und beduftet. Und auf den freue ich mich. Und ich freue mich natürlich auf den Deckel, den ich im Nachgang auf jeden Fall auch behalten werde. Auch der zweite Duft hat mich überzeugt. Erstmal dank des Deckels. Love is a four-legged word. Und das finde ich so, so, so schön. Ich finde das so treffend. Und dieser Duft riecht nach Goji-Beere. Und auch in den habe ich mich wirklich sehr auf Anhieb verliebt, weil ich finde, der hat wirklich dieses Beerige, was so eine Goji-Beere ausmacht. Ich weiß, wahrscheinlich wissen viele gar nicht, wie riecht so eine Goji-Beere. Man hat die mal in der Limo oder irgendwie so. Man isst die, glaube ich, bei uns in den Breitengraden sehr selten. Aber ich finde, es hat diese frische Beerigkeit, wie ich mir das einfach so irgendwie vorstelle. Und ich mag den Duft gerne. Also man merkt, ich werde wirklich sehr sommerlich und sehr fruchtig und sehr spritzig. Und ich finde den Duft richtig, richtig toll. Also ich freue mich auch, diesen anzumachen und ja, den hier in den Räumen zu düfteln, gerade jetzt im Frühling, Sommer. Ich finde auch die Deckel einfach super schön. Die sind aus Holz. Ich weiß gar nicht, was wir hier für ein Öl haben, ob ich das hier irgendwo raus erkennen kann. Nein, ich glaube, ich sehe das jetzt gerade nicht. Was auch nicht weiter schlimm ist, hier heißt das, glaube ich, auch nicht weiter. Inspired on the California Coast, made with natural essential oils. Und ich weiß gar nicht, ob das hier drin steht. Ja, die Marke ist von drei Frauen gegründet worden. Sie lieben Kerzen und ihre Hunde. Deswegen haben wir, glaube ich, hier wirklich sehr viel Hund, weniger Kerzen, weniger Kerzen, weniger Katzen. A Fury Friends on Dog Beach in Southern California. Das wäre doch cool. Ja, also ich finde das richtig cool. Ich freue mich da immer sehr drauf, wenn ich Düfte entdecke, die mir gefallen. Und ich natürlich auch einfach hier die Möglichkeit habe, im TK Maxx an Gläsern auch zu schnuppern. Dann habe ich bei Duft und Raum bestellt tatsächlich nur neue Düfte, die sich in den letzten 6, 8 Wochen auf meine Duftliste begeben haben. Und wir fangen einfach erstmal mit den ersten hier so ein bisschen an. Und zwar ein Goose Creek Duft Sunlight Scents. Ein sehr, ja, wüstiges Cover, wie man hier sehen kann. Also es ist nicht viel außer Wüste. Und das hat mich aber total angesprochen, weil ich die Atmosphäre in der Wüste toll finde. Und ich auch hier sehr gespannt war, weil hier, glaube ich, auch von Mango, so würde ich das auch rausriechen, und Kokosnuss die Rede war. Und das würde ich bestätigen. Also man riecht so ein bisschen diese Wärme von Sand. Ich kann das gerade tatsächlich gar nicht anders beschreiben. Wir haben Kokosnuss, wir haben Mango, wir haben auch vielleicht noch so eine Spritzigkeit von der Ananas. Aber wir haben auch wirklich so dieses Warme. Also vielleicht nicht in die Richtung Sonnencreme, sondern wirklich
So dieses Dünige, das ist total merkwürdig, ne? Also wie wenn man wirklich so den ersten Schritt in die Wüste macht und sich so vorstellt, es sprutzelt und Hitze. Ist richtig toll. Faszinierend. Keine Ahnung, was das für eine Duftkomponente sein könnte. Gefällt mir richtig gut. Ja, ich mag Mango, ich mag Kokosnuss, ich bin Freund von Ananas. Also von daher alles mit diesem Duft richtig gemacht. Und jetzt ärgere ich mich fast, dass ich nicht gleich das Glas bestellt habe, insofern es das überhaupt gab. Ich bin ein bisschen irritiert über die neue Verpackung, die jetzt auch hier wieder diese Stelzen bekommen hat. Ähnlich wie es ja bei Yankee Candle der Fall ist. Warum die Verpackung jetzt größer ist. Also früher war die Goose Creek Verpackung, ich glaube, ja auch einfach rund. Und man konnte den Deckel dann auch einfach abnehmen. Okay, dass der festgemacht ist, ist das eine. Aber warum es jetzt wirklich diese Füße so braucht, es stand doch vorher einfach auch auf diesem runden Boden. Kann ich manchmal nicht verstehen, warum man jetzt noch mehr Plastik braucht. Deswegen sollte man vielleicht immer mal überlegen, ob man nicht doch lieber zu Gläsern greift. Aber ja, ich glaube, ihr kennt das alle, wenn man nicht dran schnuppern kann, ist halt so ein Glas mit zwischen 25 und 30 Euro immer ein bisschen schwieriger, als ich probiere hier einen Duft irgendwie für 5, 6 Euro. Das ist schon einfach mal was anderes. Aber ja, dann habe ich eine Marke zum ersten Mal bestellt, und zwar Better Homes and Gardens. Und zwar habe ich mir hier bestellt den Duft Paradise Shores. Und man merkt, bei mir geht es einfach in Richtung Urlaub und Entspannung. Und der hat mir gefallen, weil Melone drin war und ich glaube sogar Kiwi, die ich aber nur so bedingt rausriechen würde. Also es hat vielleicht so diese Spritzigkeit, aber man riecht die Melone sehr gut. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Passionsfrucht. Ja, also ich würde sagen, es ist einfach ein Beeren-Frucht-Cocktail. Wir haben hier Beeren, Melone, Passionsfrucht, Sternenfrucht, Grapefruit und Pomelo. Pomelo heißt die auch im Deutschen einfach Pomelo? Ist das dann die Grapefruit? Nee, die Grapefruit, Pomelo. Ist das die Kiwi? Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, man riecht die Melone und die Beeren und das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Mischung. Also wir haben hier wirklich ganz viel tropische Früchte und sehr spritzig. Ich mag das. Also es hat nichts von Glohstein. Ich glaube, dazu fehlen so ein bisschen die Zitrusfrüchte, wobei die Grapefruit geht oft schon in diese Richtung. Aber ich finde den schön. Der gefällt mir gut. Ich bin sehr gespannt, wie sich diese Melts dann auch warm machen werden und bin da sehr gespannt. Aber es macht für mich wirklich einen sommerlich spritzigen, fruchtigen Eindruck und ich freue mich da sehr, sehr, sehr drauf. Bin, wie gesagt, sehr gespannt auf die Marke. Auch die anderen beiden Düften sind von einer für mich neuen Marke und zwar Scentsionals, ich glaube, so spricht man es auch. Und zwar einmal Caribbean Clouds, also die karibischen Wolken. Und auch hier war, glaube ich, im Fruchtcocktail so gefühlt enthalten. Oh, da ist irgendwas drin, was mir nicht gefällt. Ach, ist da Amber drin gewesen? Nee. Tatsächlich gefällt der mir nicht. Also man riecht die Früchte, die Beeren, die Mango, man riecht das pflanzliche Grün. Man riecht vielleicht auch so einen Hauch Holz. Aber ich glaube, es war da wirklich Amber drin. Habe ich einen Duft? Also er riecht für mich sehr nach Amber. Habe ich hier wirklich einen Duft mit Amber erwischt und nicht aufgepasst? Ich mag nämlich sehr, sehr selten Amberdüfte. Also der gefällt mir leider nicht. Ich glaube, es liegt tatsächlich an der Amber. Ich muss nochmal nachgucken. Aber, der gefällt mir tatsächlich nicht. Sehr schade, weil das Label schon sehr schön war. Aber ich glaube, der wandert einfach ungeöffnet direkt weiter. Manchmal ist das so, ne? Manchmal hat man einfach kein Glück. Gerade wenn man irgendeine Duftkomponente beim Lesen vielleicht übersieht oder vielleicht auch gar nicht dran denkt, wie enorm könnte die hier wirklich in dem Duft drin sein. Ja, Tropical State of Mind. Hier hatte ich so das Gefühl, dass wir eher was Cocktailmäßiges bekommen, vielleicht auch ein bisschen was mit Alkohol und bin so ein bisschen, ja, der gefällt mir auf jeden Fall viel besser. Also man merkt, dass hier wirklich nur fruchtige Sachen drin sind. Ich würde sagen, so ein bisschen Limette, Mandarine, ein Hauch Papaya, ich weiß nicht, vielleicht so auch ein Hauch Kokosnuss. Ja, also ich glaube, das ist auch das, was man so vorne drauf ein bisschen erkennen kann. Gefällt mir gut. Also der ist auch fruchtig, spritzig, finde ich richtig schön. Gefällt mir, den kann ich mir auch wirklich wunderbarst warm vorstellen. Gerade irgendwie so in einem Wohnzimmer oder in der Küche. Der ist richtig schön, der gefällt mir. Tiki Time, der gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und Tropical State of Mind, scheint es überall drauf? Nein, das ist Tropical State of Mind. Und das ist Sea Salt and Pineapple, also doch See und Pineapple, also die Ananas ist hier drauf. Aber okay, bin sehr gespannt, ob mich diese Marke begeistern kann und wie auch die Duftabgabe ist. Wie gesagt, den Caribbean Clouds werde ich nicht warm probieren, der wird einfach so weiter wandern, aber der wird auf jeden Fall ausprobiert. Dann haben wir noch drei Goose Creek Düfte und zwar einmal Cliffside Sea Spray und da konnte ich am Label nicht vorbeigehen. Ich bin totales Meereskind
Und ich liebe Schildkröten und ja, das vereint hier alles. Und ich war sehr gespannt auf einen Sea Salt Duft, die ja nicht immer so funktionieren, aber den finde ich schön. Den finde ich sehr schön. Also man hat wirklich dieses Salzwasser, diese Meeresluft, man hat hier was Blütiges, vielleicht so ein Hauch irgendwas Holziges. Der gefällt mir richtig gut. Also kein Duft, der für mich, glaube ich, jeden Tag funktionieren würde, aber so schon perfekt im Sommer. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der den Raum duftmäßig auch ein bisschen herunterbringt. Das haben ja sehr oft Minzdüfte so an sich, Pfefferminze und Ähnlichem. Und der gefällt mir auch richtig gut. Also ich mag auch dieses weiße Holz, was hier drin ist. Ja, gefällt mir. Also auch eine super schöne Wachsfarbe, ein super schönes Label. Und ich bin froh, dass mir hier, ja, Seaside, Sea Spray, ja, also diese ganze Meeresluft und Seeduft, dass mir das gefällt. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lecker. Auch ein Duft, der vom Label förmlich Steffi gerufen hat. Denn ich liebe Palmen über alles. Egal, ob es dann Monstera sind, von der Optik und Palmenblätter finde ich super schön. Ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, wie Palme duftet. Weil, wenn ich mich so an Urlaube erinnere und man steht neben einer Palme, da habe ich nicht das Gefühl, oh, hier duftet eine Palme. Aber hier kommt auf jeden Fall ein guter Duft her. Auch hier ein super schönes, schöne Wachsfarbe. Ich finde den echt interessant. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass der nach Palme riecht. Ich rieche so ein bisschen was Holziges. Ich glaube, hier war auch ein bisschen Ananas und Apfel drin. Das würde ich bestätigen. Und es ist was Blumiges drin. Es ist keine Pfingstrose. Es könnte so ein Hauch Jasmin sein. Das gefällt mir echt gut. Hätte ich, also ich habe schon gehofft, sonst hätte ich ihn ja nicht bestellt. Ich finde ihn schön. Ich finde ihn, er hat was ganz Weiches, Zartes, leicht Blumiges. Und trotzdem kommt so ein bisschen auch das Fruchtige durch. Und vielleicht so ein Hauch Holz. Also ich glaube, so dieses Palmige bezieht sich vielleicht auf das Holz. Ich habe nicht das Gefühl, ich stehe im Urlaub in einem Palmenwald, weil ich finde, der riecht, also für mich zumindest, nach nichts. Ich finde ihn aber schön. Also es ist schon so das Gefühl, man flaniert sozusagen irgendwie an der Hotelanlage umher und man hat da Pflanzen rechts und links. Ja, danach finde ich, riecht er und ich finde ihn richtig schön. Ich finde ihn auch schön, dass er nicht so bam ist, sondern eher so ein bisschen hintergründig duftet. Ich glaube, das könnte auch ganz gut warm funktionieren, wenn das blumige, vermutlich Jasmin, ich kann mich leider nicht dran erinnern, es steht auch hier immer nicht drauf, aber ich glaube, es war tatsächlich irgendwas Jasminiges. Aber ich finde das richtig schön. Gefällt mir. Also gefällt mir richtig gut. Freue ich mich auf jeden Fall auch aufs warme Düfte. Und das letzte ist dann auch ein Label, das Steffi gerufen hat. Lush Getaway. Diese Farbkombination finde ich mega. Also das gefällt mir so, so, so gut. Also finde ich einfach der Hammer. Und ja, da, der musste auch mit, denn ich glaube, genau, der roch nach Erdbeeren. Das war der Grund, weswegen der mit durfte. Es waren Erdbeeren und glaube Himbeeren waren hier drin. Und ich glaube, es wurde auch beschrieben, bunte Wolken. Und ich dachte, oh, nach was könnten bunte Wolken riechen? Aber er riecht echt gut. Also man hat wirklich dieses Beerige, vielleicht so ein bisschen was Weiches. Ich weiß nicht, ob Kaschmir oder auch was Hölziges drin war. Das gefällt mir auch richtig gut. Also ich finde schön, wie auch immer bunte Wolken irgendwie riechen. Wenn sie so riechen, möchte ich auch mal durch eine bunte Wolke laufen. Finde ich schön, mir gefällt der. Also wirklich dieses Erdbeerige, so ein bisschen gezuckerte, dann wirklich, waren es Himbeeren, bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall was Beeriges. Ich finde, das nimmt man hier schön warm, was Holziges. Vielleicht auch so dieses klassische, so diese cozy Düfte, die haben ja oft diesen Kaschmir-Moment. So ein bisschen in diese Richtung geht der und auch sehr schön, so ein bisschen hintergründig. Gefällt mir wahnsinnig gut. Also ich bin sowieso ein großer Goose Creek-Fan. Ich glaube, wenn ich so in die Gläser umgucke, ist da viel Goose Creek. Und ich glaube auch bei den Tarts oder Melts mittlerweile. Der gefällt mir. Richtig schön. Also bei Goose Creek hatte ich auf jeden Fall ein gutes Händchen. Bei dem Sense Essentials, ja, so eine 50-50 Chance, aber gefällt mir gut. Also es kann jetzt durchaus der Sommer kommen. Ich hoffe, ihr seid auch Sommer-ready und habt auch schon den ein oder anderen Sommerduft bei euch. Ihr könnt mir, wie gesagt, sehr gerne schreiben, was so euer Highlight-Sommerduft ist, ob ihr eine der Düfte kennt oder ob ihr auch eine Lieblingsmarke habt, wo ihr sagt, da geht einfach immer jeder Duft. Da würde ich mich auf jeden Fall über den Austausch freuen und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut! Tschüss, eure Steffi.